Lena. Ich bin Tim. Und ich bin Verena. Und wir kommen vom Netzwerk Zirkus. Uns geht es eigentlich hauptsächlich um zwei Dinge. Also erstmal ging es uns darum, einfach die Zirkusschaffenden in Deutschland ein bisschen zu vernetzen. Also dass man tatsächlich versucht, die Leute aus den verschiedenen Sparten an einen Tisch zu bekommen und um einfach mal zu gucken, wo können wir uns gegenseitig unterstützen, was gibt es für Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Und der zweite Teil ist natürlich auch der Auftritt nach außen. Also wie können wir den Zirkus als Ganzes vor der Politik vertreten, aber auch in der Gesellschaft etwas sichtbarer machen. Grundsätzlich ist es im Zirkus so, dass es, weil es nicht als Kunstform anerkannt ist, eben auch sehr wenig künstlerische Forschungsprojekte gibt, einfach weil die Gelder dafür nicht da sind. Wir müssen gucken, wie kann man diese jahrhundertealte Kunstform in die heutige Zeit weiterbringen, sodass wir auch weiterhin Unternehmen haben, die diese Kunstform verwerten können. Es gibt natürlich bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen, in denen Zirkusunternehmen und auch Artisten arbeiten. So, aber es gibt, glaube ich, ganz wenige oder soweit ich weiß eigentlich keine spezifischen Zirkusgesetzgebungen. Und das ist auch so ein bisschen ein Teil von den Sachen, die wir gerne ändern würden, langfristig gesehen. Also wir würden gerne an den rechtlichen Rahmenbedingungen etwas verbessern, sowohl für die Unternehmen als auch für die Artisten. Auf der anderen Seite sind natürlich die Rahmenbedingungen, die wir gerne verbessern würden, das, was auch eben schon angesprochen wurde, dass es diese Freiräume nicht gibt für den Zirkus in Deutschland. Also dass die Möglichkeit nicht so richtig besteht, auch Neues auszuprobieren, ohne dass es gleich am Markt verwertet werden muss. Und damit verbunden sind natürlich auch vielleicht eventuelle Fördergelder, die wir gerne irgendwann für den Zirkus hätten. Beim traditionellen Zeltzirkus ist es ja so, dass es heute eine große Debatte über Tierhaltung gibt. Das haben wir in Zoos, das haben wir aber auch in der Massentierhaltung, aber eben auch im traditionellen Zirkus. Der ist da gerade sehr im Fokus von vielen Organisationen und es geht so ein bisschen darum, wie kann das in Zukunft aussehen. Es ist klar, dass man auf Dauer das nicht schaffen wird, gegen eine gesellschaftliche Wahrnehmung anzukämpfen. Man muss es da andere Wege finden. Es gibt da, wie zum Beispiel beim Zirkus Roncalli, der komplett auf Tiere verzichtet. Das wäre jetzt eine sehr extreme Form. Andere Zirkusse machen das nicht so, die haben immer noch Tiere und auch Wildtiere. Man muss, glaube ich, in Zukunft schauen, wie kann man diesen Zirkussen eine Perspektive ermöglichen? Wie kann man auch deren Geschäftsmodelle langfristig umstellen, sodass sie sich in einer neuen Zeit wiederfinden können? Ja, ich glaube, dass unser Hintergrund uns einfach auch viel geholfen hat. Also wir sind alle drei Absolventen der Staatlichen Artistenschule in Berlin, haben natürlich darüber Kontakte gehabt, haben selber als Artisten gearbeitet bzw. arbeiten noch als Artisten und haben dadurch natürlich die direkte Verbindung einfach zu der Szene auch und eben die Kontakte zu den verschiedenen Unternehmen und zu den verschiedenen Häusern und sind einfach tatsächlich mit unserer Idee dahin gekommen und einfach mal nachgefragt, wie das so ankommt und wie viel Interesse eigentlich daran besteht und sind auf ein total positives Feedback gestoßen und ja, das hat uns einfach daran bestärkt, okay, wir machen das jetzt. Wir sind da jetzt vielleicht noch nicht so weit, dass wir sagen würden, wir sind die Lobby der Zirkus-Community, aber das ist schon das Ziel, dass wir es werden. Wenn jetzt Lena, Verena und ich zu Angela Merkel oder unserer Kulturstaatsministerin gehen und sagen, hallo, wir hätten hier so ein paar Ideen für die deutsche Zirkuslandschaft, dann haben wir natürlich noch nicht mehr einen Termin oder die hört uns gar nicht zu. Das heißt, die größte Arbeit ist überhaupt erstmal Leute hinter sich zu versammeln, die die gleichen Ziele teilen. Und das ist die größte Aufgabe, wie Renat schon erzählt. Wir haben dafür fast 2 Jahre gebraucht, um die ganzen Leute in informellen Treffen davon zu überzeugen, dass das nötig ist und dass wir auch Sachen gemeinsam haben. Man kann sich das ja relativ einfach vorstellen. Der traditionelle Zirkus hat vielleicht mit den Leuten aus dem Varieté nicht unbedingt was am Hut und die vom neuen Zirkus wollen nichts mit den Leuten vom Kinderzirkus zu tun haben. Auch wenn man dann an die Politik tritt, was wir jetzt gerade tun, muss man auch Rücksprache mit seinen Mitgliedern haben. Es reicht nicht einmal, die Mitglieder einzusammeln, sondern wenn man dann sagt, okay, man trifft sich jetzt mal mit dem Forschungsministerium, Bildungs- und Forschungsministerium, weil man gerne die Ausbildungssituation ändern muss, dann müsste man seine Mitglieder oder muss man seine Mitglieder fragen, naja, was sind denn eigentlich eure Wünsche und eure Nöte? Was braucht ihr denn für Absolventen? Was braucht ihr für unterschiedliche Fortbildungen? Oder man muss die Artisten fragen, naja, wo fühlt ihr euch denn nicht genug ausgebildet? Welche Fragen stellen sich euch noch? Und in welcher Form wollt ihr das denn nochmal haben? Wollt ihr nochmal eine Zusatzausbildung oder braucht ihr ein Online-Angebot? So, ich glaube, darum geht's. Immer diese Rückkopplung an die Community.
Also gerade bei uns war es unglaublich wichtig, dass es zur Gründung des Vereins, also die Mitglieder, die den mitgegründet haben, dass es tatsächlich Vertreter aus den ganzen verschiedenen Sparten des Zirkus irgendwie gab. Und dass von vornherein klar ist, es geht uns nicht nur um eine bestimmte Gruppe, sondern es geht uns um alle. Auf der Länderebene haben wir versucht, mit Leuten Kontakt aufzunehmen. Und da haben wir ganz einfach einen Brief geschrieben oder eine E-Mail geschrieben oder auch mal telefoniert und dann geguckt, was passiert. Manche reagieren drauf, manche reagieren nicht drauf. Und da ist man, glaube ich, einfach darauf angewiesen, da mal loszugehen und das einfach zu versuchen. Auf der einen Seite gibt es natürlich Interessensvertretungen oder Lobbygruppen, die einfach sehr, sehr viel Geld haben und damit auch sehr, sehr viel Zeit darin investieren können. Klar, wenn man vorher alle Zahlen zusammensuchen kann, was so die eigene Sparte betrifft, wenn man das auch noch in einer hübschen Broschüre machen kann, wenn man dann auch noch Leute hat, die eine fancy Webseite machen können und die dann auch noch total politisch korrekt und in allerbester Form diese Leute anrufen können, dann hat man natürlich einen Vorteil. Klar, Zeit ist Geld und wir machen das alles ehrenamtlich und da ist natürlich unsere Zeit begrenzt. Wir müssen auch noch mal nebenbei arbeiten. Und klar, das ist ein Nachteil, den wir haben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Themen, die Leuten, die an Entscheidungspositionen sitzen, näher sind und Themen, die Leuten ferner sind. Ich wage jetzt mal die steile These, dass Zirkus den Leuten, die an den meisten Entscheidungspositionen sitzen, ferner sind. Wenn ich mit klassischer Musik an Politiker herantrete, dann wissen die sofort, was ist das? Dann haben die im Zweifel sogar selbst schon mal ein Instrument gespielt. Aber wahrscheinlich waren sie selbst noch keine Akrobaten. Und deswegen gibt es einfach Themen, die den Leuten näher sind und nicht. Und ich glaube, da muss man einfach mehr Überzeugungsarbeit leisten, beziehungsweise muss mehr aufklären. Ein Ziel von uns ganz persönlich für das Netzwerk wäre, dass es ein Interessensverband wird, der tatsächlich auch eine große Community vertritt. Also, dass wir als Verein wachsen und viele Mitglieder haben und auch politisch wahrgenommen werden natürlich dadurch. Und dadurch dann auch wirklich was verändern können für den Zirkusbereich. Das wäre uns, glaube ich, also es wäre zumindest so ein Ziel, auf das wir die ganze Zeit hinarbeiten und von dem wir träumen.